Ein weiterer Tag, an dem die Bevölkerung sehr, sehr genau auf die Politik schauen wird, wird der morgige Mittwoch sein. Jetzt hat es zuerst geheißen, es kommt heute. Deswegen müssen wir jetzt auch ein bisschen noch in die Zukunft blicken. Aber morgen soll jetzt eben der Bericht der Impfkommission kommen, wo dann sich entscheiden soll, wie es ab dem 15. März weitergehen soll. Sollen ab dann die Strafen kommen, die Kontrollen kommen oder wird da noch was verändert? Fangen wir einfach damit jetzt auch mal kurz an. Wir haben in Vorarlberg aktuell knapp 45.000 Menschen, die weder geimpft noch genesen sind. Wenn man sich die Impfzahlen der letzten Tage und Wochen ansieht, tut sich relativ wenig. Aus Sicht der Gesundheitslandesrätin speziell für Vorarlberg. Macht es tatsächlich Sinn, in einer Situation, wo die Zahlen nach wie vor sehr, sehr hoch sind, die Impfbereitschaft offensichtlich sehr niedrig ist, hier solches Signal zu setzen? Sollte man sich dazu entscheiden, jetzt eben nicht auf diese Kontrollen zu setzen und nicht auf die Strafen zu setzen? Oder würden Sie es begrüßen, dass man jetzt eben, noch mehr Überzeugungsarbeit leistet und mit den Strafen noch zuwartet? Also hinter dieser Frage steht ja die Frage, macht eine Impfpflicht Sinn? Und aus Sicht der Gesundheitslandesrätinnen und Landesräte, wir haben ja derzeit auch den Vorsitz, gibt es dazu von unserer Seite ein klares Ja. Denn dass wir uns derzeit in einer guten Situation befinden und zwar trotz hoher Zahlen, aber nur wenige schwere Verläufe haben, wenige Patienten, die wirklich ins Spital müssen, liegt daran, dass wir einen hohen, relativ hohen Immunschutz in der Bevölkerung haben. Wir haben viele, die geimpft sind, rund 65%, und wir haben, oder die ein aktives, gültiges Impfzertifikat haben. Und wir haben zusätzlich viele Menschen, die derzeit genesen sind. Das heißt, wir kommen auf rund 80% möglichst gut geschützter Menschen in Vorarlberg. Das hilft, dass wir auf über Lockerungen nachdenken können. Wenige schwere Verläufe, das ist das Ziel der Impfung. Sie schützt vor einem schweren Verlauf. Unser Ziel muss es sein, diesen Impfschutz oder diesen Immunschutz in der Bevölkerung auf diesen hohen Stand, relativ hohen Stand, er könnte natürlich noch höher sein, es würde uns noch mehr freuen, zu halten, jedenfalls zu halten, noch besser auszubauen. Dass wir derzeit wenige Impfungen verzeichnen, liegt auch daran, dass wir viele Genesene haben. Das heißt auch, wir haben viele, die positiv getestet sind aufgrund der aktuellen Virusmutation. Aber wie gesagt, einen sehr guten Schutz vorab in der Bevölkerung. Mhm. Und unser Ziel muss es sein, diesen Schutz zu halten. Ob es die Bestrafungen jetzt schon braucht, ab 15. März, aus meiner Sicht ist es möglich, nachvollziehbar. Dafür haben wir diese Kommission, die dem Impfpflichtgesetz beigegeben ist. Die soll das beurteilen. Aber das Impfpflichtgesetz als Ganzes, das brauchen wir. Und wenn möglichst viele Menschen, auch in Vorarlberg, darauf achten, dass sie ihren eigenen Immunschutz hochhalten, je mehr das tun, desto besser ist es für das gesamte Land. Mhm.